The Africa Roundtable. Der Podcast zum Event am 9. Juni 2021. Ist es uns gelungen, den Menschen bei uns überzeugend zu erklären, warum es für uns alle von Vorteil ist, wenn zunächst weniger Menschen in allen Ländern geimpft werden, als in wenigen Ländern alle Menschen? Reicht es aus, sich über sinkende Inzidenzen und steigende Impfzahlen im eigenen Land zu freuen, wenn anderswo auf der Welt noch viel, viel zu wenige Menschen das rettende Ufer erreicht haben? Meine Damen und Herren, die Pandemie wütet über alle Grenzen hinweg. Und doch hat sie unser aller Blick verengt. Es wird jetzt darauf ankommen, dass es uns rasch gelingt, unseren Blick wieder zu weiten, auch unsere Nachbarn wieder in den Blick zu nehmen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 9. Juni zum ersten The Africa Roundtable live aus Berlin, zusammengeschaltet mit 15 hochrangigen Sprecherinnen und Sprechern aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft aus Europa und Afrika. Über einige Aspekte dieser Veranstaltung, die Sie übrigens in voller Länge auf unserem YouTube-Kanal in Deutsch und Englisch sehen können, sprechen wir gleich. Das tun wir mit zwei Damen, die live dabei waren. Professor Dr. Anna-Katharina Hornitsch, Direktorin am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik, kurz DIE, und Dr. Christine Hackenisch, ebenfalls DIE, vom Forschungsprogramm Inter- und Transnationale Zusammenarbeit hier mit dem Fokus EU-Afrika-Beziehungen. Wir kommen zu dieser Ausgabe mit einem kleinen Rückblick auf den The Africa Roundtable, sagt Danilo Höpfner. Beginnen wir mit der Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Aussagen zur Covid-Krise haben wir gehört, es liege im Interesse Europas, dass Afrika die Pandemie so schnell wie möglich hinter sich lassen könne. Entscheidend sei, in der Pandemie gemeinsam zu handeln, aber auch in Sachen Klimawandel, Migration, Digitalisierung, Terrorismus oder Globalisierung. Sowas klingt natürlich immer gut, nur was nehmen wir damit, Frau Hornitsch? Wie füllen das die Akteure aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft jetzt mit Leben? Wir nehmen daraus mit, dass wir direkte Nachbarn sind. Der afrikanische Kontinent ist unser direkter Nachbar. Die 54 Länder und 1,3 Milliarden Menschen sind unsere Nachbarn und somit auch Freunde. Wir haben globale Herausforderungen, die wir gemeinsam angehen müssen, die wir globalgesellschaftlich gemeinsam angehen müssen, aber insbesondere eben auch im transregionalen Miteinander. Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, Direktorin der Welthandelsorganisation WTO, macht ja zu Beginn auch auf die anhaltend kritische Wirtschaftslage aufmerksam, verursacht durch Covid-19. Denn auch wenn die Anzahl der Todesopfer der Covid-Pandemie weit geringer ist als auf anderen Kontinenten, sei Afrika dennoch außerordentlich stark betroffen. Die Weltbank etwa schätzt, dass die Pandemie allein Subsahara-Afrika im letzten Jahr zwischen 37 und 79 Milliarden US-Dollar gekostet hat. McKinsey & Company geht in einer Studie Reimagining Africa, Afrika neu denken, darauf ein. Das Paper nachzulesen auf unserer Webseite. Einen Direktlink finden Sie in dieser Podcast-Beschreibung. Frau Hackenisch, das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik forscht ja auch zu diesen Themen. Afrika neu denken. Was fällt Ihnen dazu ein? Die sozioökonomischen Herausforderungen, die sich durch die Pandemie ergeben, sind sicherlich enorm. Insbesondere Mitteleinkommensländer in Afrika sind sehr stark betroffen, auch von Lockdown-Maßnahmen, die vor Ort ja auch durchgeführt wurden, um die Folgen der Pandemie einzudämmen. Und perspektivisch ist jetzt eine der zentralen Fragen, wie nachhaltiges Wirtschaftswachstum gefördert werden kann, um also die Folgen für Armutsreduzierung zu begrenzen, um das Wirtschaftswachstum wieder in Gang zu bringen und um auch den weiteren Ausbau und Umbau der Wirtschaft zu fördern. Wir haben ja offenbar kleine Störungen in der Tonleitung. Wir bitten, das zu entschuldigen. Covid-19 war ein zentrales Thema, aber nicht das einzige. Der Präsident der Republik Senegal, Macky Sall, betont in seiner Rede, wie sehr die anhaltende Pandemie die Gesellschaft doch gezwungen habe, Prioritäten neu zu ordnen. Die Rede war nicht ganz kritikfrei. Er forderte von Europa eine transparentere und gerechtere Bewertung des Anlagerisikos in Afrika und des Ratings der afrikanischen Volkswirtschaften. Denn die bisherige Praxis treibe die Versicherungsprämien in die Höhe. Und das, obwohl die damit verbundenen Risiken für viele afrikanische Länder kaum höher seien als anderswo. So Präsident Sall beim The Africa Roundtable. Frau Hornitsch, sehen Sie Europa hier auch in der Bringschuld?
Nun, Vertrauensbildung, die er ansprach, ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Vertrauen in Bezug auf die existierenden Steuerungssysteme, Governance-Systeme. Aber ich denke, hier sind alle Beteiligten sozusagen in der Bringschuld. Die nationalen Ebenen vor Ort, der Privatsektor vor Ort und natürlich die entsprechenden transregionalen Partner. Die Rahmenbedingungen im Finanzmarkt müssen gestärkt werden. Die Moratorien, die gesetzt wurden, reichen hier sicherlich momentan nicht aus. Wir beobachten massive ökonomische Einbrüche, Sie sagten sie vorhin schon, auf dem afrikanischen Kontinent, aber eben auch auf allen anderen Kontinenten. Und was wir aber auch wissen, ist, dass die Möglichkeiten von Hocheinkommensländern, Schwellenländern und Niedrigeinkommensländern nun in Wiederaufbauprogramme, Covid-19-Wiederaufbauprogramme zu investieren und über diese Programme ihre Ökonomien zu stabilisieren und auch wieder entsprechend aufzubauen, die gehen massivst auseinander. Die letzten Zahlen des IWF, des Internationalen Währungsfonds, legen nahe, dass in den Hocheinkommensländern im Schnitt 16% des Bruttoinlandsproduktes in Wiederaufbauprogramme gesteckt werden. In Schwellenländern sich das auf 4% eingependelt hat momentan und in Niedrigsteinkommensländern auf 1,6%. Das heißt, ein Zehntel von dem, rein die Prozentzahlen betrachtend, von dem, was in Hocheinkommensländern möglich ist. Und insofern ist es unheimlich wichtig, natürlich hier auch entsprechend die geringeren Möglichkeiten, jetzt die ökonomischen Folgen der Covid-19-Pandemie aufzufangen, in Niedrigeinkommensländern mitzudenken, in den bilateralen und multilateralen Verhandlungen und darauf zu achten, dass diese Schere, die ohnehin schon existierte, zwischen den Ländern und ihren Möglichkeiten vor Ort Zukunftsoptionen für ihre jüngeren Generationen zu entwickeln, auch nicht weiter verstärkt wird, nicht weiter verfestigt wird. Die deutsche Politik spricht immer wieder von neuen Partnerschaften auf Augenhöhe. Allerdings, das wurde ja in der Kritik von Präsident Sall, aber auch von anderen Teilnehmern wie dem Unternehmer Mo Ibrahim deutlich, dass das offenbar nicht so ist. Wir haben gerade darüber gesprochen, viel zu hohe Zinssätze, die kaum ein Staat bezahlen könne. Auch der Umgang mit Impfstoffen, den könnte man hiermit dazu nehmen. Frau Hackenisch, was ist das für eine Partnerschaft auf Augenhöhe aktuell? Wie nehmen Sie denn das wahr? Ich denke, dass es in den letzten Jahren Bemühungen gibt, eine ganze Reihe von Bemühungen, europäische Beziehungen stärker in Richtung einer Partnerschaft auf Augenhöhe weiterzuentwickeln, aber dass da noch einiges zu tun ist. Ich denke, dass ein zentrales Problem oder eine zentrale Herausforderung in den Beziehungen ist, dass im Augenblick die Partnerschaft so organisiert ist, dass die Kooperation so funktioniert, dass Entwicklungsherausforderungen in Afrika gesehen werden und Europa mit den Partnern bespricht, welche Beiträge zu deren Lösung geleistet werden können. Aber angesichts globaler Herausforderungen wie der Pandemie, angesichts von Fragen rund um Klimawandel oder Digitalisierung, müsste eigentlich Entwicklungsherausforderungen in Europa sehr viel stärker auch Teil der Beziehung sein und auch in den Blick der Partnerschaft rücken. Um das vielleicht an einem Beispiel zu konkretisieren, in Bezug auf den Klimawandel und erneuerbare Energien hat sich die Europäische Union ja sehr wichtige Ziele gesetzt, die den Umbau der Wirtschaften in Europa bis 2050 klimaneutral zu gestalten. Und Europa kann eigentlich diese Ziele nur erreichen in enger Partnerschaft mit afrikanischen Ländern. Und dementsprechend müssen Themen wie erneuerbare Energien zu einem zentralen Fokus auch in den Beziehungen werden, noch stärker als sie das bisher sind. Aber dann kann es nicht nur darum gehen, dass quasi der Zugang von Energie in afrikanischen Ländern verbessert wird, sondern dass man sich stärker gemeinsam bei der Erarbeitung von Technologie, von
Wissen rund um Energietransitionen etc. engagiert. Das heißt, eine andere Form der Partnerschaft heißt auch, dass Herausforderungen in Europa sehr viel stärker auch Teil der Kooperation mit Afrika sein müssen und nicht nur Entwicklungsherausforderungen in Afrika. Aber die Frage war ja Partnerschaft auf Augenhöhe. Haben wir diesen Status schon erreicht oder ist das eher ein Projekt für die Zukunft? Ich denke, dass es jetzt unterschiedliche Formen der Partnerschaft schon gibt, definitiv. Aber dass sicherlich eine wichtige Frage ist, wie die Partnerschaft in Zukunft so weiterentwickelt werden kann, dass beide Seiten noch stärker auch von der Partnerschaft profitieren, auch im Lichte der internationalen Machtverschiebungen und Kooperationsangebote von anderen Akteuren, von China und anderen, die gemacht werden, ist sicherlich jetzt nochmal sehr viel stärker auch die Frage, wo ist eigentlich, was sind die Erwartungen, gegenseitigen Erwartungen von afrikanischen und europäischen Akteuren an die Partnerschaft? Wo sind gemeinsame Interessen? Wo sind auch Divergenzen in den Interessen und wie kann man besser damit umgehen? Unterschiedliche Interpretationen wurden auch beim Thema grüne Energie aus Afrika deutlich. Armin Laschet, CDU-Kanzlerkandidat und NRW-Ministerpräsident, sagte, Europa wolle grüne Energie aus Afrika importieren, hergestellt in Anlagen, die noch gebaut werden müssten. Ska Keller von den Europäischen Grünen widersprach da. In Afrika erzeugte grüne Energie müsse überwiegend auch zur dortigen Energieversorgung benutzt werden, also in Afrika bleiben. Vielmehr sollte Europa nachhaltig erzeugten Strom selbst produzieren. Wie positionieren Sie sich da? Was halten Sie denn für sinnvoll? Also die grüne Energie, von der die Rede ist, die muss ja zunächst einmal auch produziert und geerntet sozusagen werden. Das ist etwas, was sehr sonnenintensiv und technologie- und wissensintensiv ist. Und hier im Grunde genommen wir uns in einem Feld bewegen, in dem genau diese Partnerschaften auf Augenhöhe zum Tragen kommen können und auch müssen, die verschiedenen Stärken sozusagen zusammenkommen. Beim Ernten von Sonnenenergie bedarf es einmal natürlich der entsprechenden Technologien. Diese müssen aber, die stehen ja nicht in einem luftleeren Raum, sondern sie müssen eingebettet werden in lokale Netze, die den Strom, die Energie entsprechend weitertransportieren. Das heißt, es bedarf einer gesamten Infrastruktur vor Ort, technologischer und institutioneller Infrastrukturen, die notwendig sind für Produktion, Vermarktung und Verbrauch. Und insofern kommen hier die Stärken Afrikas und Europas gut zum Tragen. Es ist aber jetzt die wichtige Aufgabe, herauszufiltern, wie man sozusagen Prozesse gemeinsam definiert, die man auch gemeinsam dann entsprechend umsetzt. Und da ist das Praktizieren von Partnerschaft auf Augenhöhe und darüber auch der Aufbau einer Vertrauensbasis, die sozusagen ein verlässliches Miteinander möglich machen, zentralst wichtig. Von daher, für wen ist die Energie? Für Europa versus oder für Afrika? Sie ist für alle, die daran beteiligt sind. Aber es ist ein Großprojekt, von dem hier die Rede ist. Und das wird nicht ganz leicht sein, das zu implementieren. Und am Anfang steht eine solide Vertrauensbasis. Viele Diskutanten und Diskutantinnen haben das Thema Frauen für sich entdeckt. Das Thema kam ja immer wieder durch, vor allem bei Dr. Anja Langenbuch, Direktorin des Europabüros der Bill & Melinda Gates Foundation. Sie brachte das als Schwerpunkt in die Runde. Was ich persönlich ganz spannend fand, sie sprach von der fehlenden gesellschaftlichen Anerkennung nicht bezahlter Leistungen von Frauen. Wäre es da nicht ganz konkret um Afrika gegangen? Man hätte das Thema ja genauso als Problem der deutschen Gesellschaft diskutieren können. Mangelnde Anerkennung der nicht bezahlten Leistungen von Frauen. Da stellt sich auch noch die Frage, sind wir da in Deutschland wirklich die richtigen Ratgeber? Ich denke, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man in der Tat voneinander lernen kann und sollte und dass Europa nicht unbedingt die Lösung hat für Probleme in afrikanischen Ländern oder anderen Weltregionen, sondern dass es eine ganze Reihe von gesellschaftlichen Herausforderungen gibt und Fragen rund um
Die Gleichstellung von Mann und Frau und die Rolle von Frauen in der Gesellschaft sind bei uns eben ja auch ein großes Thema. Und das heißt, ich denke, dass es sehr viel vielversprechender ist, in der Kooperation mit einem Ansatz an die Beziehungen ranzugehen, wo man sich über Herausforderungen und unterschiedliche Lösungsansätze in unterschiedlichen Gesellschaften und Ländern verständigt und darüber dann gemeinsam Lösungsansätze entwickelt. Herr Horst Köhler, damals noch Bundespräsident Deutschlands, formulierte einmal in einer Rede den Satz, das deutsche Bildungssystem befände sich auf dem Status eines Entwicklungslandes. Und wenn wir uns, dies ist, glaube ich, nur ein Beispiel. Es gibt viele weitere Beispiele, wo es sich lohnt, sich immer wieder vor Augen zu führen, dass natürlich Herausforderungen auch in deutschen Kontext gegeben sind. Ich glaube, das Beispiel Rolle der Frau ist ein gutes. Es gibt weitere. Wir sollten uns immer wieder im Aufbau dieser Partnerschaften und weiteren Ausgestaltung vor Augen führen, dass wir uns durchaus auch treffen können im gemeinsamen Angehen von Herausforderungen, die uns allen schwerfallen sozusagen. Von daher die Rolle der Frau zu diskutieren, halte ich für sehr, sehr wichtig. Es gibt natürlich Unterschiede in der Ausgestaltung der unterschiedlichen Rollenbildern von Frauen in Europa, genauso wie in den 54 Ländern Afrikas. Wichtig ist aber, dass vor allen Dingen die Frauen selbst gefragt werden und definieren, welche Rollen sie einnehmen möchten und ihr Recht auf Selbstbestimmung auch verwirklichen können und darin bestärkt werden. Wir schauen nochmal auf einen anderen Punkt, die Zusammenarbeit der Europäischen Union und der Afrikanischen Union. Vertreter beider Organisationen waren ja Teil des The Africa Roundtable und wir wissen ja, wie schwierig es ist, die Europäische Union in Positionen zusammenzuhalten. Mitglieder wie Ungarn oder Polen, die es mit demokratischer Ausrichtung und Pressefreiheit nicht ganz so ernst nehmen. Nun sind diese Schwierigkeiten innerhalb der Afrikanischen Union, 55 Mitgliedstaaten an der Zahl, ja doch noch etwas massiver. Darunter auch Mitgliedstaaten, die mit Demokratie und Menschenrechten gar nichts zu tun haben. Andere Staaten mit guter demokratischer Entwicklung auf der anderen Seite. Der Spagat ist also weit größer, Frau Hackenesch. Sie beobachten das ja seit längerer Zeit. Wie stabil stellt sich denn die Afrikanische Union aus Ihrer Sicht als zuverlässiger Partner der Europäischen Union dar? Die Afrikanische Union hat in den letzten Jahren eine sehr interessante Entwicklung, ist eine sehr interessante Entwicklung durchlaufen und hat sehr viel investiert in die Stärkung regionaler Kooperation. Ein Beispiel, wo wir das jetzt gesehen haben, ist in der Bewältigung und Reaktion auf die Covid-19-Pandemie, wo afrikanische Regionalorganisationen, panafrikanische Organisationen eine sehr wichtige Rolle gespielt haben in der Koordinierung der Reaktionen einzelner Mitgliedstaaten und sehr dazu beigetragen haben, dass auch länderübergreifend Kooperation innerhalb von Afrika stattgefunden hat. Die Afrikanische Union hat in den letzten Jahren Strategien entwickelt, um sich auch gegenüber internationalen Partnern wie der Europäischen Union, China und anderen besser aufzustellen und da stärker mit einer Stimme oder beziehungsweise einer Position auch auf internationale Partner zuzugehen. Diese Prozesse sind nach wie vor im Gange, sind nicht abgeschlossen. Und die Frage, inwiefern man mit einer Stimme spricht und tatsächlich als kohärenter Akteur auftritt, das haben Sie ja schon angesprochen, ist natürlich auch für die Europäische Union eine durchaus wichtige Herausforderung. Insgesamt haben europäische Akteure natürlich einmal bilaterale Partnerschaften mit einzelnen afrikanischen Ländern und parallel dazu Kooperation auf regionaler Ebene. Und ich denke, dass insbesondere diese Mischung aus bilateralen Beziehungen und transregionalen Beziehungen sehr wichtig ist und viele Möglichkeiten bietet, um auch
globale Herausforderungen wie Klimawandel, Digitalisierung, jetzt die Bewältigung der Covid-19-Pandemie anzugehen. Und das heißt, ich denke, dass die Tatsache, dass die Europäische Union eben auch als regionaler Akteur auf die AU zugehen kann, ist da sehr wichtig und auch interessant und attraktiv für die Partnerschaft. Zum Schluss schauen wir nochmal auf die Bundestagswahl in wenigen Monaten. Auch das DIE, Ihr Institut also, lädt im Vorfeld zu Debatten über das Verständnis von Entwicklung und Ausrichtung von Entwicklungspolitik ein. Wie ist Ihnen denn das bisher gelungen? Und Afrika und Entwicklungspolitik, welche Relevanz könnten diese Themen in einem Wahlkampf tatsächlich haben, Frau Hornitsch? Ich glaube, dass die Covid-19-Pandemie und vor allen Dingen auch die Diskussion zur Impfstoffbereitstellung uns sehr deutlich vor Augen führen, wie wichtig es ist, dass wir nicht nur den Blick nach innen, sondern nach außen und eben auch nicht nur nach außen im europäischen Kontext, sondern über Europa hinaus werfen und uns vor Augen führen, dass unsere Nachbarschaften von der Krise massivst betroffen sind, unterschiedlich betroffen sind und wir hier eine nachbarschaftliche Verantwortung zu übernehmen haben. Es ist aber auch eine Verantwortung, die daher rührt, dass wir es mit einem Virus zu tun haben, der stark mutiert. Es geht darum, im Wahlkampf immer wieder deutlich zu machen, Deutschland liegt nicht in einem Vakuum, sondern wir sind als Gesellschaft auf unser Umfeld angewiesen. Wir sind eine Exportnation. Wir möchten als zweitstärkster bilateraler Geber auch ganz klar hier eine Führungsrolle übernehmen im Ausgestalten von globalen Kooperationsbeziehungen, und zwar Kooperationsbeziehungen, die weder auf einer Attitüde des Helfens beruhen, noch aus einer Angst heraus oder dem Bedürfnis heraus, potenziellen Gefahren etwas entgegenzusetzen, beruhen, sondern ganz klar auf dem Bestreben, in einer Welt, die von Krisen momentan geschüttelt ist und weitere erwarten muss, leider, im Zusammenspiel von Klimawandel und sozioökonomischen, soziopolitischen Krisen, müssen wir uns aufstellen, um gemeinsam diese anzugehen. Da reicht es nicht, dass Deutschland sozusagen nach innen blickt, sondern es ist ganz, ganz wichtig, auch als Teil der Bundestagswahl immer wieder darauf hinzuweisen, wie viel mehr wir erreichen können im Sinne eines globalen Gemeinwohls, wenn wir gemeinsam agieren, und zwar gemeinsam mit unseren Nachbarn. Ich formuliere die Frage nochmal anders. Kann man mit dem Thema Afrika Wahlen gewinnen? Ja, natürlich, wenn Sie mich so fragen. Ich bin der Ansicht, dass wir uns im 21. Jahrhundert in einer Situation befinden, in der wir nicht mehr national denken können. My Country First Ansätze entsprechen nicht unseren Herausforderungen. Sie entsprechen weder unseren regionalen Herausforderungen, unseren transregionalen Herausforderungen oder den globalen. Und sie entsprechen auch nicht unserer Verantwortung, die wir unseren künftigen Generationen gegenüber, unseren eigenen Kindern gegenüber zu erfüllen haben. Und insofern Afrika, ja, mit Afrika lässt sich Wahlen gewinnen. Anna-Katharina Hornitsch und Christine Hackenisch vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik, kurz DIE, waren das. Ressourcenknappheit, Klimawandel, Digitalisierung, Flucht und Migration, globale Herausforderungen sind vielschichtig. Lösungs- und Zukunftsmodelle in einem globalen Miteinander. Dazu hat die DIE Leitlinien entwickelt als Impuls für die Bundestagswahl 2021. Sie finden diese auf der Webseite der DIE oder als Direktlink in dieser Podcast-Beschreibung. Wenn Sie den The Africa Roundtable noch einmal sehen wollen oder weitere Infos zum vergangenen Event, dazu mehr auf der Webseite globalperspectives.org.
Vielen Dank an Sie, dass Sie uns bis hierher begleitet haben. Alles Gute wünscht das Team von GPI und Danilo Höpfner.